Ich bin davon überzeugt, wirklich, dass man braucht dafür kein gutes Gedächtnis, in diesen beiden Tests 100% erzielen kann. Also bin ich wirklich davon überzeugt, mit der Technik, die ich euch gleich vorstellen werde. 3, 2, 1. Was geht? Mein Name ist Jonas. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich studiere momentan im 6. Semester Humanmedizin in Frankfurt. Im heutigen Video soll es um das Thema TMS gehen. Ja, ich habe euch ja im vorletzten Video, glaube ich, meinen Weg ins Studium erzählt und bin darauf zu sprechen gekommen, dass ich tatsächlich dann über den TMS meinen Studienplatz in Gießen damals bekommen habe, bin ja dann nach Frankfurt gewechselt und ihr habt mir fleißig auf Instagram, also ich habe wirklich einige Nachrichten bekommen, ich war tatsächlich echt überrascht, dass ich Videos zum TMS machen soll, ja, wie ich mich da drauf vorbereitet habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich für Videos machen? Oder ja, genau. Was kann ich für Videos machen? Und klar, die einzelnen Untertests bietet sich auf jeden Fall an, wie man dafür am besten lernt. Ich habe mir nämlich jetzt hier auch mal direkt, es geht nämlich heute um den Untertest Fakten lernen aus einem echten TMS, ein Beispiel rausgesucht, was ich gleich mit euch beispielhaft durchgehen werde und anhand des Beispiels dann meine Lerntechniken, ja, und meine Tipps für euch mit euch teile. Ich habe damals vier Monate für diesen Test gelernt, also ich habe ordentlich Fakten gelernt und auch Figuren und Fakten lernen sind ja die beiden Tests, wo man wirklich am besten für lernen kann. Also wirklich, ich bin davon überzeugt wirklich, dass jeder, man braucht dafür kein gutes Gedächtnis, in diesen beiden Tests 100% erzielen kann. Also bin ich wirklich davon überzeugt, mit der Technik, die ich euch gleich vorstellen werde. Ja, habe ich noch irgendwas im Intro vergessen? Wie gesagt, ich will das Video hier wieder nicht schneiden, genauso wie die letzten Videos. Nee, im Intro habe ich eigentlich nicht viel vergessen. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, ich steige einfach mal direkt ein, wie ich für diesen Test gelernt habe. Oder beziehungsweise, ich erkläre euch jetzt erstmal, wie dieser Test überhaupt genau aufgebaut ist. Ja, man hat immer, ich gucke jetzt das mir selber so ein bisschen an, damit ich das daran so ein bisschen erklären kann. Ich werde euch das jetzt mal hier irgendwo einblenden. Man hat immer beim Faktenlernen, ja, es geht jetzt um Faktenlernen. Ich habe überlegt, ob ich Figuren und Fakten zusammenpacke, aber ich glaube, es ist einfach zu viel. Da muss ich noch ein einzelnes Video zu machen. Ich hatte das so in Erinnerung, dass ich da relativ ähnlich gelernt habe, aber tatsächlich, als ich mir nochmal ganz genau angeguckt habe, meine Notizen und so, habe ich gesehen, dass da schon noch einige Unterschiede gibt und dann würde das Video irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Stunde gehen oder so. Deswegen mache ich da zwei Videos draus. Auf jeden Fall, Fakten lernen, okay? 15 Patienten gibt es immer, die man sich merken muss, ja? Die haben jetzt immer ein Geschlecht, klar haben die ein Geschlecht, dann ein Alter, ein Beruf, dann eine Charaktereigenschaft, wie zum Beispiel ängstlich, nervös, aggressiv, solche Sachen. Und dann noch eine Krankheit meistens. Ja? Und jetzt muss man sich von diesen 15 Patienten, muss man sich alle Eigenschaften quasi merken. Ja? Also wie alt ist der Patient, Geschlecht, ja? Wie ich gerade gesagt habe. Jetzt sind diese 15 Patienten, sind jetzt nochmal unterteilt in Dreiergruppen. Das heißt, wir haben quasi drei Patienten, wir haben 15 Patienten, a 5 Gruppen. Ihr müsst jetzt innerhalb von 6 Minuten diese Patienten euch auswendig quasi in den Kopf ballern, ja, so wird das gesagt auf der TMS-Lehrseite und dann werdet ihr eine Stunde später, während ihr einen anderen Test macht, ich glaube Textverständnis kommt dann, das ist quasi so ein Test, der jetzt dafür sorgen soll, dass ihr die ganzen Patienten wieder vergesst und die ganzen Fakten vergesst. Dann werdet ihr nach dieser Stunde, werdet ihr jetzt hier einzelne Sachen zu den Fakten zum Beispiel gefragt. Ja, dann wird zum Beispiel gefragt, okay, ich habe hier das Beispiel legen, wie gesagt, das Beispiel blende ich euch jetzt auch mal hier ein. Der Polizist, ja, wie alt ist der? Oder der Taxifahrer. Was hat der für eine Krankheit? Ja? Also einfach zu den ganzen Fakten bekommt ihr dann Fragen gestellt. Und jetzt denkt man sich ja erstmal, ja, wie soll ich mir das jetzt innerhalb von 6 Minuten, soll ich mir jetzt, weiß ich nicht, wie viel, über 100, nicht ganz, keine Ahnung,
ja, gefühlt 100 Fakten da merken und dann eine Stunde später das wieder abrufen. Und da habe ich jetzt eine Technik. Es gibt viele Techniken, aber die Technik, die ich angewendet habe, die ist so auch so mit die, ja, ich sag mal, anerkannteste Technik. Und ich würde euch auch empfehlen, also wirklich mit der Technik schafft ihr auf jeden Fall, wenn ihr übt, ja, das ist sowieso direkt der erste Punkt, üben, 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 üben. Ja, ich habe diesen, ich sag's einfach mal so, ich habe diesen Kack, dieses Kack-Faktenlernen habe ich jeden Tag. Ich glaube, Faktenlernen und Figurenlernen habe ich wirklich fast jeden Tag gemacht, weil das eben einfach so gut trainierbar ist. Ja, also üben extrem wichtig in den Test. Jetzt komme ich einfach mal zu der Methode, wie ich denn gelernt habe. Also, ihr habt jetzt hier zum Beispiel, wie gesagt, bei euch eingeblendet, ja, hier den ersten Patienten, der heißt Fels mit Nachnamen. Ja, dann ist der Herr Fels ist 20 Jahre alt, oder die, wie ich das jetzt hier lese, die Frau Fels ist eine Hostess, ledig und Heiserkeit. Ja, wenn man die Sachen jetzt erstmal so liest, ja, wie soll ich mir das merken? Und die Methode, die ich angewendet habe, ist jetzt folgende Methode. Ihr habt diese ganzen Fakten von diesen Patienten und legt immer jeweils drei Patienten in einen Raum bei euch zu Hause. Ja, jetzt denkt ihr erstmal, wie legt die da rein? Ihr baut euch ein Bild im Kopf zu den einzelnen Patienten und zu den einzelnen Patientengruppen. Was meine ich damit jetzt zum Beispiel genau? Ja, der Herr Fels, okay, was kann ich mir dann vorstellen? Die Frau Fels, Entschuldigung. Die Frau Fels hat jetzt zum Beispiel ein Stewardess-Outfit an, ja. Dann hat sie, weil es ja die Frau Fels ist, hat ein Fels in der Hand, ja, oder in ihren Armen. Dann steht hier ledig, ja, kann man sich zum Beispiel vorstellen, die hat über die Stewardess-Kleidung noch eine Lederhose an und ist heiser. Ja, da könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass die Stewardess heiß ist. Das ist wirklich sowieso einen Tipp. Also merkt euch die Sachen so emotional, wie es irgendwie möglich ist. Diese Bilder, die ihr euch im Kopf malt quasi oder euch einprägt, verbindet damit so viel Emotionen, wie ihr könnt. Ja, und über was kann man die meisten Emotionen, mit was kann man die meisten Emotionen verbinden? Mit Liebe. Ja? Deswegen, also da auch nicht denken irgendwie, das ist ja völlig krank, wenn ich mir jetzt irgendwelche sexuellen Dinge zum Beispiel auch vorstelle. Weil ihr könnt euch solche Sachen, so bescheuerter es ist, umso besser könnt ihr euch das merken. Also wirklich nicht irgendwelche langweiligen Dinge merken. Ja, wenn ihr jetzt euch die Stewardess vorstellt, dann stellt euch, wenn ihr jetzt Männer seid, stellt euch die attraktiv zum Beispiel vor, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Und was jetzt extrem wichtig ist dabei, dass ihr wirklich euch ein Bild malt und jetzt nicht irgendwie vorstellt, was die Leute machen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel heiser, könnte man sich jetzt auch vorstellen, die Frau ist eben heiser, räuspert. Ich finde immer, ich konnte mir es viel besser merken, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann Sachen vorgestellt habe. Zum Beispiel, was hat die Frau an oder was, jetzt hier das nächste Beispiel, Taxifahrer. Ja, wie sah das Taxi aus? Dass ihr euch wirklich ein klares Bild in den Kopf legt. Direkt beim nächsten Punkt, also wie gesagt, es kann jetzt alles ein bisschen unstrukturiert sein, aber ich mache, ich will euch einfach meine Erfahrungen so echt wie es geht teilen und deswegen will ich das auch nicht so strukturiert machen, weil was mir so gerade in den Sinn kommt, ist glaube ich auch das, was irgendwie so am wichtigsten ist, wenn das jetzt gerade Sinn gemacht hat, was ich erzählt habe, aber egal. So, ja, die Sache, die ich erwähnen wollte. Wenn ihr dann bei euch wenn ihr die Bilder euch einprägt. Ich habe das so gemacht, dass ich die Bilder bei mir zu Hause in einzelne Zimmer gelegt habe. Ja, zum Beispiel jetzt die erste Patientengruppe, die ersten drei Leute, sind 20 Jahre alt. So, das ist der erste Raum bei mir zu Hause. Das ist extrem wichtig, dass ihr euch einzelne Räume bei euch zu Hause vor allem auch merkt, weil euer Zuhause kennt ihr am besten, ja, und wisst genau, jede Ecke kennt ihr bei euch zu Hause und könnt euch das Bild umso besser merken, als wenn ihr jetzt irgendwo, wo ihr noch nie wart, ihr wisst gar nicht genau, wo waren jetzt alle Sachen und dann habt ihr ein schlechteres Bild im Kopf. Also das finde ich extrem wichtig, dass man
sich die Bilder bei sich zu Hause einprägt. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen wollte. Und dann die einzelnen Patientengruppen. Es sind ja 5 Patientengruppen in unterschiedliche Räume, damit ihr die einzelnen Alterzahlen auch voneinander getrennt habt. Ja? Das ist sowieso so ein Punkt mit den Alterszahlen. Ihr müsst euch gar nicht die Zahlen merken, weil die im TMS, die fragen euch nicht, die stellen nicht falsche Antwortmöglichkeiten dar. Ja? Also die sagen jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt hier steht 20, 30, 40, 55, 65 Jahre, ist jetzt nicht gefragt, ist jetzt nicht eine Antwortmöglichkeit, die Patientin ist 77 Jahre alt, sondern es gibt nur dann die Antwortmöglichkeiten 65, 55, 40, 30, 20. Und wenn ihr jetzt die einzelnen Räume habt, also erster Raum, die 20-Jährigen, das wäre jetzt mein Zimmer zum Beispiel, ich erkläre das jetzt, wie ich es gemacht habe, ja. Also die 20-Jährigen in mein Zimmer, dann das nächste Zimmer, die 30-Jährigen, ja, habe ich jetzt einfach mal meinen älteren Bruder genommen. Das heißt also, ich gehe von meinem Zimmer, wo die ganzen Patienten liegen, wo die jetzt einmal die Stewardess ist, ja, mit der Lederhose, ja, die heiße Stewardess mit der Lederhose und der Taxifahrer ist da auch drin, ja, der heißt zum Beispiel Bergmann. Ja, da kann man sich jetzt vorstellen, in eurem Zimmer ist wirklich ein Taxi drin, ja, der fährt gegen den Berg oder der ist mit dem Berg zusammengestoßen. Ja, nervös. Jetzt zum Beispiel nervös. Ja, steht ja hier. Jetzt nicht vorstellen, okay, der Patient ist nervös, irgendwie hibbelig, macht irgendwas. Das hat mir nie geholfen. Sondern ich brauche ein Bild. Ein Bild kann man sich am besten merken. Und wie kann man sich ein Bild am besten merken? Indem man, ja, wie ich gerade gesagt habe, das mit Farbe zum Beispiel verbindet. Nervös könnte man sich jetzt vorstellen, ist komplett rot im Gesicht. Das könnt ihr euch besser merken, als wenn ihr euch irgendwie merkt, der ist hibbelig, zappelig. Also so ist es mir gegangen. Ja, ich teile wieder, wie gesagt, nur meine Erfahrung. Kann sein, dass andere das ja, anders gelernt haben. Ja, und dann ist auch ganz wichtig, wenn ich jetzt gerade schon wieder dabei bin, dass ihr die miteinander verbindet. Ja, die Taxifahrer, zum Beispiel ist jetzt die Stewardess mit dem sitzt jetzt im Taxi mit drin. Ja, dann wisst ihr direkt so, diese Patientengruppe ist zusammengehörig, als wenn ihr die jetzt irgendwie einzeln verteilt. Ja, also umso mehr die Patienten, die Fakten miteinander interagieren, umso besser wisst ihr, okay, das war die Patientengruppe, das war das Alter. Ja, nächstes Beispiel, Steiner, Kellnerin sehe ich jetzt. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, eine Kellnerin, ja, mit einem Tablett in der Hand, da liegt ein kleiner Stein drauf. Ja, und jetzt fragt ihr euch, ja, Fels, Bergmann und Steiner hört sich jetzt ein bisschen ähnlich an, aber man kann sich ja schon einen Fels vorstellen, das ist ein ordentlicher Brocken. Ein Berg, der fährt gegen den richtig, ja, so könnt ihr euch auch einen Modellberg vorstellen bei euch im Zimmer. Der Taxifahrer fährt dagegen und die Kellnerin hat so einen ganz kleinen Stein auf ihrem Tablett. Ja, nur als Beispiel. Ich kann jetzt nicht jedes einzelne Assoziation hier, jeden einzelnen Fakt mit euch durchgehen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob überhaupt die Mikrofonaufnahme läuft. Ja, läuft sie, sonst wäre das alles für die Katze. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Assoziation mit euch durchgehen, sonst wird das Video viel zu lang. Aber ein paar gehe ich gleich noch mit euch durch, ja, was man jetzt zum Beispiel machen kann. Genau, wir waren beim nächsten Zimmer stehen geblieben. Von den 20-Jährigen geht's rüber in das Zimmer von meinem Bruder. Da sind jetzt die etwas älteren, die 30-Jährigen. Ja, da assoziiert ihr, dann baut ihr euch wieder ein Bild, die alle zusammenhängen, die einzelnen Patienten. Baut euch wieder ein Bild im Kopf. Ja, Polizist kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, Rechtsanwalt an so einem Schreibtisch kann man sich auch sehr gut vorstellen. Schuppenflechte. Ja, beim Polizist, dann stellt ihr euch einen Polizisten vor, der komplett weiß verflockte Haare hat. Passt zum Beispiel jetzt auch zum Namen direkt, weißlich. Genau. Das nächste Zimmer wäre dann jetzt 40 Jahre, wäre zum Beispiel bei eurer Mutter, ja, wenn die jünger ist zum Beispiel als euer Vater, dann geht's zum Beispiel ins Arbeitszimmer von der Mutter rein und die 55-Jährigen wäre jetzt das Arbeitszimmer von eurem Vater zum Beispiel, ja, oder irgendwie ein Raum, den ihr mit eurem Vater assoziiert. Dann 65-Jährigen. Ich hatte das Glück zum Beispiel, dass meine Oma direkt bei uns noch gewohnt hat. Und da konnte ich mir dann auch ein Zimmer vorstellen für die 65-Jährigen.
ja, oder egal, ob es jetzt, können jetzt auch die 70-Jährigen sein, einfach die älteste Altersgruppe ist jetzt der Raum, wo eure Oma quasi drin ist. Und so, wenn ihr mir so ein bisschen folgen könnt, kann man sich so ein bisschen so eine Struktur da aufbauen, wie man sich zum Beispiel schon mal direkt das Alter merken kann und die einzelnen Patientengruppen. Ihr könnt euch das auch so gut merken, weil ihr dann, ihr wisst, die erste Patientengruppe, ja, sind die Jüngeren, und dann lauft ihr wirklich gedanklich, lauft ihr wirklich durch das Haus von eurem Zimmer in das Zimmer von euren Geschwistern zum Beispiel rein, dann weiter zu euren Eltern, und so kann man sich wirklich so eine Geschichte im Kopf vorstellen. Aber wie gesagt, immer mit einem ganz klaren Bild. Umso klarer das Bild ist und umso mehr Emotionen ihr mit dem Bild verbindet, umso besser könnt ihr euch das am Ende des Tages merken. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Zettel gucken, ob ich hier, was ich hier für wichtige Sachen noch stehen habe. Mir wieder so einen schlauen Zettel gemacht. Ja, je bescheuerter, umso besser, hatte ich gesagt. Also wirklich, umso mehr Emotionen ihr mit diesem Bild verbindet, umso lustiger ihr das findet. Auf keinen Fall irgendwelche langweiligen Sachen merken. Also klar, wenn ihr nicht, euch nichts anderes einfällt, dann sind langweilige Sachen auch okay. Hauptsache, ihr könnt euch merken. Ja, und es muss auch wirklich keinen Sinn ergeben. Ja, zum Beispiel bei Angst. Ja, wenn jetzt ängstlich da steht, dann sage ich mir nicht, Angst habe ich Schwierigkeiten, mir das irgendwie direkt dann so... Da könnte man sich jetzt einen Gesichtsausdruck vorstellen, ist aber schon schwierig. Ich stelle mir dann einfach eine Angel vor. Ihr müsst auch nicht, das Wort muss nicht sinngetreu sein, sondern ihr müsst das Wort nur wiedererkennen. Angel, ängstlich, die ersten drei Buchstaben, das kann man dann wieder, ja, quasi miteinander verbinden. Also das ist auch ein wichtiger Tipp. Wird gerade vor allem dann wichtig, weil im TMS haben die tatsächlich das den Schwierigkeitsgrad angehoben. Jetzt muss ich wieder gucken, wie lang das Video wird. Ah, geht noch. So, die haben den Schwierigkeitsgrad angehoben. Das ist nämlich nicht mehr hier ist es noch relativ einfach, aber auch schon nicht mehr so einfach, weil Fels, Bergmann und Steiner sind ja zum Beispiel schon ähnliche Begriffe. Was jetzt aber der nächste Schwierigkeitsgrad wäre, ja, wo ich mich dann später auch darauf vorbereitet habe, indem ich mir eigene Namen aufgeschrieben habe, weil ich auch schon alle Bücher durchgearbeitet hatte, mit den ganzen Fakten habe ich mir eigene Namen aufgeschrieben, wo Leute jetzt ausländische Namen haben zum Beispiel. Ja, dann heißt die eine, ich weiß nicht, irgendwelche ausländischen Namen. Ja, zum Beispiel auch mit gleichen Anfangsbuchstaben. Ihr könnt das dann immer weiter steigern. Was auch noch ein wichtiger Tipp ist, fangt nicht direkt mit 6 Minuten an, ja, dass ihr euch nur 6 Minuten nehmt, um euch alles zu merken. Weil fangt erstmal so mit 12 Minuten an, damit ihr mal so ein bisschen reinkommt. Und auch eine Sache, die mir jetzt direkt wieder einfällt, 3 Patienten durchgehen, ja, den einen Raum abarbeiten, und dann, wenn ihr den Raum abgearbeitet habt, also euch ein Bild im Kopf klar vorgestellt habt, dann nicht direkt zum nächsten überspringen, sondern einmal die 3 durch und dann nochmal das Bild genau verinnerlichen. Ja, dann geht ihr nochmal die 3 durch, ganz kurz, ja, damit ihr euch das nochmal so richtig im Kopf hervorruft. Nicht zu schnell zum nächsten springen. Ja. Ihr könnt euch ja auch da so ein bisschen rantasten von der Zeit, dass ihr dann immer weiter so ein bisschen die Zeit senkt, dann von 12 auf 11, auf 10, dann immer weiter bis 6 runter. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt. Bildvorstellen hatte ich gesagt. Eine Sache ist auch noch, man kann tatsächlich auch eine Person weglassen. Ihr müsst tatsächlich eigentlich nur 14 Patienten euch merken, weil, wie ich gerade eben auch schon erwähnt hatte beim Alter, die geben euch nicht irgendwelche falschen Antwortmöglichkeiten. Ja? Das heißt also, da steht jetzt nicht auf einmal, wenn das gar nicht beim Vorlernen quasi stand, wo ihr die Fakten lernen musstet, da steht jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt hier das nicht dabei stand, Kopfschmerzen, steht nicht auf einmal eine Antwortmöglichkeit letzten Endes bei den, wenn ihr dann später die Fragen beantworten müsst, steht jetzt nicht auf einmal Kopfschmerzen da, sondern es stehen wirklich nur Sachen da, die auch aufgelistet waren. Ja, deswegen könnt ihr einen Patienten weglassen, weil wenn ihr das einfach nicht kennt, dann wisst ihr, okay, das muss ja der Patient sein, den ich mir nicht gemerkt habe. Ja, zum Beispiel, ich habe mir immer den letzten nicht gemerkt, ja, den ältesten, also bei der ältesten Gruppe habe ich mir den letzten nicht gemerkt. Dann wusste ich immer, okay,
Keine Ahnung, habe ich nie gelesen, habe ich nie gehört, nie gesehen. Das muss auf den ältesten Patienten zutreffen. Das ist auch noch ein Tipp. Aber zum Lernen auf jeden Fall erstmal einmal die ganzen 15 Patienten merken. Jetzt muss ich wieder auf den Zettel gucken, was ich noch hier stehen habe. Genau nochmal, da will ich nochmal drauf eingehen. Das Schwierigkeitsniveau. Das ist echt wichtig, dass ihr euch nicht da, also definitiv erstmal einfach anfangen. Aber ihr müsst, wenn ihr später, wenn ihr wirklich auf diese 100% kommen wollt, was mir wirklich geholfen hat, ich glaube, es hat auch wirklich so niemand gemacht bei der Testvorbereitung, oder ich, also niemand natürlich, vielleicht nicht, aber wenige Leute haben das bestimmt gemacht, dass man sich, wie ich ja gerade gesagt habe, eigene Namen aufschreibt, eigene Krankheiten zum Beispiel auch, also nicht eigene, keine neuen Krankheiten erfindet, aber die nehmen dann auch später, oder die haben jetzt auch in den letzten Jahren dann immer wieder so, ja, exotische Krankheiten genommen. Ja, dann kommt zum Beispiel, da kommen dann so Krankheiten, wo man sich nichts drunter vorstellen kann, ja, wie zum Beispiel irgendwelche medizinischen Fachbegriffe, wenn ihr jetzt noch nicht Medizin studiert, Karzinom zum Beispiel, da weiß ich jetzt nicht mehr, okay, was assoziiere ich damit jetzt? Da kann man dann zum Beispiel das aus dem Englischen ableiten, Car, dann wisst ihr jetzt direkt, da ist ein Auto, ja, zum Beispiel sowas. Oder, was ihr, wie ich gerade gesagt habe, schreibt euch diese ausländischen Namen auf und dann macht es, geht so weit letzten Endes, dass ihr wirklich da komplett ähnliche Namen stehen habt. Ja, wie zum Beispiel, was gibt es für ausländische Namen? Aisha, Alia, Arama oder irgendwie sowas. Ja, also keine Ahnung, das sind jetzt keine Namen, aber dass ihr wirklich dann lernt, so ganz kleine Details am Ende des Tages zu unterscheiden und euch wirklich da auch ein Bild zu machen. Weil es ist tatsächlich möglich. Ja? Ich war irgendwann so gut da drin. Ich habe das jeden Tag gelernt. Ich wusste direkt, egal was ich gelesen habe, ich hatte irgendeine Assoziation im Kopf. Ja? Zum Beispiel bei Ram, Ayram oder Aram. Da habe ich mir irgendwas dazu, habe ich mir dann ja, zum Beispiel Ayran oder so vorgestellt. Ja? Irgendwie so ein, ist doch so ein türkisches Getränk, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Also ist egal, wirklich. Umso bescheuerter, umso besser. Wirklich. Das ist wirklich das, was ich euch auf jeden Fall auf den, mit auf den Weg geben will. Weil ihr merkt euch die Sachen dann, nicht weil ihr ein krasses Gedächtnis habt, das ist natürlich auch möglich, dass ihr euch die ganzen Sachen merkt, aber wenn ihr mit den Sachen Emotionen verbindet und ein ganz klares Bild im Kopf habt, dann habe ich tatsächlich bei mir gemerkt, dass ich mir das ja, am besten merken kann. Ja, wir können jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel einfach zusammen durchgehen, damit ihr nochmal so einen Eindruck bekommt, was ich genau damit meine. Das Video ist auch schon wieder relativ lang. Ich schließe es jetzt auch gleich ab, aber zum Beispiel, wir machen noch ein Beispiel zusammen. Hier, Metzler, Heimleiter, verwitwet, Mandelentzündung. Ja, Metzger vorstellen. Ja, dann eine Leiter. Heimleiter, könnte man jetzt sich den Metzger auf der Leiter vorstellen. Zum Beispiel, ist mir jetzt einfach spontan eingefallen. Mandeln, ja, dann ist der auf der Leiter Mandeln. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Und dann immer in der Patientengruppe selber mit den anderen Patienten, dass die in, im Austausch stehen, ja, die interagieren miteinander, die ergeben ein Bild, wenn ihr wisst, was ich meine, und sind nicht irgendwie isoliert voneinander. Also ist das Beste wirklich, wenn der Metzger auf der Leiter dann mit dem Gärtner, der an der Leiter unten steht und die Leiter irgendwie festhält. Weil, wisst ihr, was ich meine? Dass ihr wirklich so ein Bild im Kopf habt von diesem Raum. Ja. Wie gesagt, war jetzt ungeschnitten, war meine Erfahrung, das, was ich euch so mit auf den Weg geben will zu diesem Untertest. Guckt, dass ihr euch stetig verbessert, dass ihr die Zeit senkt, ja, dass ihr diese 5 Räume habt. Guckt euch das Video auch gerne nochmal an, wenn ihr, wenn das jetzt alles ein bisschen schnell war. Und Emotionen, A und O, sowieso im Leben. Ja. Verbindet irgendwas mit den Bildern, das ist ganz wichtig. Dann kriegt ihr das hin und erhöht den Schwierigkeitsgrad. Wenn es keine Tests mehr gibt, dann, also wenn es in den Büchern keine Fakten mehr gibt, dann wirklich, dann schreibt euch irgendwelche eigenen Sachen auf und versucht da auch wieder Assoziationen mit zu verbinden. Ja, das war so das, was ich euch
zum Test Faktenlernen erzählen wollte. Faktenlernen könnt ihr wirklich so viel rausholen, das ist krass. Also ich habe wirklich die volle Punktzahl gehabt und glaubt mir, ich habe wirklich nicht das beste Gedächtnis. Ja, vom Kumpel jetzt noch vor ein paar Tagen wieder den Geburtstag vergessen. Also, ihr könnt damit echt extrem viel rausholen. Das nächste Video wird wahrscheinlich Figurenlernen sein oder dann zum Testtag selber. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, was habe ich noch zu sagen? Genau, abonniert vielleicht hier den Kanal und ihr könnt auch ein letztes Video von mir schauen, vielleicht das Video zu meinem Weg ins Medizinstudium. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin, dein Jonas. Ciao, ciao.